Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon World Wide 2 mit dem Sylvester. Hier kommt ein wildes Pokémon Lichtel. Ein Cubone. Hey, ja, hier bitte meine Pokémon, danke. Oh, so schlecht, wahrscheinlich hat ihr auch Chansey in so einem Scheiß. Och, noch besser. Ich glaube, das ist eher physisch ausgelegt. Ich weiß nicht, mit dem Vieh kenne ich mich überhaupt nicht aus. Alter, der Lebensbalken geht auch so langsam runter. Chimecho. Die X so und down. Kommt jetzt irgendwie so ein Hightira oder so. Odino. Ja doch, kann ich was tun. Einfach zwei Leaf Blades. Entertainment. Boah, Lava. Ja, und Level 47 für Razor. So, jetzt haben wir den Pokémon. Los! So. Boah, ach, egal. Aber ich glaube, das dürfte die letzte sein. Oh, ein Item. Eine Lady, eine Old Lady. Plaudergeil. Hier flog Pokémon sich einfach Return ein. Ja. Ein Step Return von so einem enormen Angriff. Roserade. Nichts gegen einen Flytho. Trifft mich Poison Sting. Ganz ehrlich, in so einem Stadium des Spiels jetzt Poison Sting. Ja. Jetzt kann ich weiter Ace trainieren. What? Wie viel Cash habe ich eigentlich? 70.000. Nicht schlecht, Herr Specht. So, und jetzt trainiere ich einfach bis 50. Thick Club. Ah. Gibt mir wahrscheinlich auch wieder so viel Cash. Joltik. Das und Joltik verwechsel ich immer. Oh fuck it. Okay, ich hätte diesen Donnerblitz oder so gerechnet. Oh nein, es hat mich zweimal getroffen. Was soll ich jetzt tun? Erstmal critten. So gehört sich das. Galade. Ah, Galade. Ich komme erst gleich, sollte Übriges tun. Gladi auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich weiß noch, wie mein Level 35er Galagladi ein so ein Platin ein 65 oder 6, nee, 67er Hytera mit einem Durchbruch gewone-hittet hat. Also ich hatte nur noch Galagladi, das war in diesen
Haus, wo die ganzen Arena-Leiter immer hinkommen, und da hat er einfach einen Heilteiler. Das hätte mich einfach fast fertig. Also das ganze Team hat mich einfach fast fertig gemacht. Gegen Heilteiler konnte ich kaum was tun. Das einfach mit Geowurf einzeln am anderen meiner Pokémon besiegt. Dann habe ich es einfach mit einem Galagladi, das ich trainiert habe, einfach ge-one-hitted. Das ist so, so cool, und hat einfach viel Level-Ups bekommen. Ah, da ist Shadow Claw. Das ist wunderbar. Ah, ich wollte gerade sagen, das erinnert aber nichts an der Tatsache, dass ich einen Litwin haben will. Ich habe einen Quick Ball, ja. Ich nenn's. Nee. Pyro. Auch wenn ein Weibchen ist. Ich nenn's einfach Pyro. Ich finde Pyro ist ein cooler Name für ein Feuer-Pokémon. Jawohl, da oben angekommen, ey. Endlich, man glocken immer die. Läuten wir die Glocke. Ja, wow. So, das erste Mal, dass wir Fliegen einsetzen. Oh Gott. Na, da können wir nicht hin. Wir machen, glaube ich, direkt hier weiter. Nee. Da. Gehen wir nach da. Gehen wir so und so. Dann gehen wir da zurück. Und da. Und da. Und dann ist gut. Das Stück hier werden wir nie erkunden. Das habe ich auch in meinem normalen Spiel nicht erkundet. Was mir jetzt erst auffällt. Gucken wir mal, was für ein Wesen. Pyro hat. Sassy. Das pusht. Macht gar nichts. Das ist eigentlich sogar gut. Moment. Ja, Pyro kann man mal benutzen. Ne, warte mal. Das Pushing Special Defense. Fuck it. Dang it. Das ist immer noch cool. Ich sehe mich wieder irgendwann. Irgendwann werde ich mir mal eins. Fang. Willow ist Shadow Sneak. Das ist einfach coole Pokémon. Hab ich das nicht genommen? Den ich auch nehmen können. Boah. Boah, das ist auch so ein Kackwesen. Das auch. Das ist auch einfach so ein Scheißwesen. Skarmory. Das ist ein Kackwesen. Ja, obwohl, ja. Nicht so schlecht. Das hat ein richtig krasses Wesen. Also perfekte Wesen. Ich glaube, ich habe Pokémon Online. Stimmt, Pokémon Online wollte ich auch ab und zu mal aufnehmen. Stimmt, da war ja was. So. Haben wir noch? Da klatschen wir einfach den Juan. Ich glaube, der ist Juan. Juan.
Starten wir mit Iron Fist. Jetzt machen wir nämlich den Juan fertig. Dürfte ungefähr ein paar Level. Dürfte 2-3 Level unterm Arena-Leiter sein. 44 wäre gut. Komm schon. Jawohl. Ist der Arena-Leiter so? Ja, ist immer noch zu overlevelt. Brain Punch. Zack. Kingdra. Ich weiß nicht, Ice Punch oder Donner Punch? Ice Punch, oder? Holy crap! Das ist doch locker ein Swift Swim. Dang it. Oh nein! Jawohl! Paralysiert! Das wird immer noch schneller sein als ich, oder? Nein. Oh, Alter. Huh. Knappi. Wishcash. Boah, das fehlt doch locker, diese komische Beere drauf. Locker. War so klar. Oh, fast der One-Hit. Ich wusste das speziell nicht so viel aushält. Ja, machen wir einen Dragon Pulse. Oh. Mal hätten wir doch machen können, dann wäre es direkt One-Hitted. Boah, das ist doch, glaube ich, 100 pro Ballreiser, oder? Love this. Ah. Bleiben wir drin. Iron Fist würde ich ungern reinschicken. Ich weiß nicht, warum der das Vieh hat. Das Vieh kann so gut wie nichts. Jetzt kommt. Oh ja, War Rain. Mach ich dagegen? Ich hab eine Idee. Iron Fist Muscle Band. Außer es hat jetzt Ice Shard. Bin ich am Arsch. So, sehr effektiv. Ja, Hälfte. Oh. Dürfte ein Ice Beam kommen. Nicht sehr effektiv. Crit, toll. Unfair. Ich hätte ohne einen Verlust. Also, was heißt? Anführungsstrichen Verlust. King, mach du. Kriegst ein Level ab. Ah ne, Quatsch, was war das? Ich hab Razor. Egal. Paar KP EP Schaden nicht. Ah, fast Level ab. Ja, Juan. Ja, easy. Dann haben wir noch eine Minute. Hm. Oh, mit dem Typen will ich nicht reden, der wird mir so viel. So viele Medaillen. Pumpen. So. Wer werde ich. Wen werde ich denn. Ah, dem. Ich denke mal, die zwei werde ich in der Arena trainieren. Das ist King. Hydrid wahrscheinlich wäre sehr viel machen. So, dann beende ich die Folge an dieser Stelle. Ich bedanke mich mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.